Wenn man nur zwischen der Pest und der Cholera wählen kann, dann hat man ja zumindest schon mal eine Wahl. Wir haben aber leider keinen Einfluss darauf, wer den Spitzenposten bei der EZB ausübt. Wir müssen akzeptieren, was dort entschieden wurde und in Zukunft entschieden wird. Der scheidende Chef der Europäischen Zentralbank, EZB, Mario Draghi, verabschiedet sich mit zwei sehr teuren Geschenken und übergibt das Steuer nun an Frau Lagarde. Man könnte es auch so ausdrücken, goodbye Mario Draghi und damit auch goodbye Germany. Damit begrüße ich euch zu diesem Video, in dem wir darüber sprechen, was Draghi in den letzten Jahren überhaupt angerichtet hat und weshalb es so überaus wichtig für dich ist, dies wirklich zu 100% zu verstehen. In den letzten Videos bin ich ja auf die vielfachen Verwerfungen eingegangen, die direkt und indirekt mit der Geldpolitik der EZB im Zusammenhang stehen. Ja, es wäre nämlich längst an der Zeit gewesen, einen reinigenden und ja, vielleicht auch schmerzhaften Reset des Finanzsystems zuzulassen. Stattdessen hat aber der scheidende EZB-Chef Draghi immer wieder neue Geldinfusionen verabreicht und dadurch einen dringend notwendigen Neustart definitiv verhindert. Die Märkte wurden dadurch regelrecht betäubt. Vielleicht fragt sich der ein oder andere von euch, weshalb ich dieses Thema regelmäßig auf den Schirm nehme. Nun, das ist ganz einfach. Von außen betrachtet könnte man nämlich meinen, was will denn der Sauer? Es ist doch alles gut. Es läuft doch. Aber diesen Kanal habe ich eben nicht zum Spaß eröffnet, sondern ich habe eine Lebensaufgabe. Ich möchte meinen Teil dazu beitragen, dass so viele von euch unbeschadet oder wenigstens nur mit leichten Blessuren einen völligen Zusammenbruch unseres bestehenden Geldsystems überstehen. Und das könnt ihr jedoch nur, wenn ihr die Hintergründe versteht und wisst, weshalb der Zusammenbruch kommen muss und welche Medizin euch dann wirklich hilft. Darüber hinaus ist es auch rein mathematisch berechenbar, dass jedes Geldsystem früher oder später, eher wahrscheinlich früher, scheitert, denn es gibt kein unbegrenztes Wachstum in einem begrenzten System. Und die Welt ist nun mal begrenzt und so kommt es zwangsläufig alle paar Jahrzehnte zum automatischen Reset des Geldsystems. Und wer sich frühzeitig damit beschäftigt und wie gesagt die Weichen bei seinen Geldanlagen frühzeitig stellt, der geht nach so einem Neustart eindeutig als Gewinner hervor. Denn genau solche immer wieder vorkommenden Krisen sind vor allem auch große Chancen, wenn man diese richtig umsetzt und ganz wichtig ins Handeln kommt und seine bisherigen Geldanlagen auf den Prüfstand stellt. Denn zum Ende seiner Amtszeit hat uns Mario Draghi nämlich noch einmal ein richtig tolles Abschiedsgeschenk präsentiert. Er hat nämlich den Einlagenzins für Banken noch einmal gesenkt. Und zwar von -0,4 auf -0,5%. Zusätzlich sollen jetzt zum Ende des Jahres wieder verstärkt Anleihen in Höhe von 20 Milliarden Euro pro Monat gekauft werden. Eine unglaubliche Zahl. 20.000 Millionen sind das. Jeden Monat und das seit Jahren immer mehr, immer weiter, bis es nicht mehr weiter geht. Dieses Spiel treibt Herr Draghi bereits seit 2015 und hat die Bilanzsumme der EZB auf sage und schreibe 5 Billionen Euro aufgebläht. Nochmal zum Mitschreiben, 5 Billionen zum klaren Verständnis. Dieses Geld wurde aus dem Nichts geschöpft. Die Banken in Europa können sich vor dieser Geldflut im Grunde nicht retten und sie werden durch das Herabsenken des Einlagezinses mehr oder weniger gezwungen, die Realwirtschaft damit zu fluten. Andernfalls müssten die Banken die EZB-Gelder parken, werden dafür aber empfindlich zur Kasse gebeten. Jetzt gibt es neben dem Geld, das aus dem Nichts geschöpft wird, noch ein anderes Geld, nämlich das, wofür du und ich täglich aufstehen. Ich nenne es einmal echtes Geld, was aus unserer Hände Arbeit entstanden ist. Und dieses echte Geld wurde durch die EZB-Entscheidungen der letzten Jahre nicht nur entwertet, Stichwort Nullzins oder Negativzins, sondern wir müssen damit bürgen und die angehäuften Schulden zurückbezahlen. Ist ja auch irgendwie logisch. Ich möchte dich nur einmal daran erinnern, dass das Vermögen der Deutschen, also das echte Geld, mittlerweile deutlich über 6 Billionen Euro beträgt. Und jetzt wird es vielleicht auch greifbarer für dich. Der Schuldenberg, verursacht durch Herrn Draghi und die EZB, beträgt in etwa 5 Billionen Euro. Das Guthaben von uns Deutschen
Auf der anderen Seite beträgt jedoch mehr als 6 Billionen Euro. Und jetzt, meine Damen und Herren, Bühne frei für Frau Lagarde. Mit dieser Frau an der Spitze soll nämlich die Umverteilung unseres echten Geldes noch schneller als bislang stattfinden. Sämtliche Schlupflöcher, deine Bankeinlagen in Realwerte umzuwandeln, sollen mit perfidesten und teils auch wirklich dreisten Maßnahmen geschlossen werden. Ich habe hierüber bereits ein ausführliches Video gemacht und ich möchte mich jetzt nicht wiederholen. Aber ich bitte dich, dir dieses Video auch noch einmal anzusehen, falls du das noch nicht getan hast. Ich werde es gerne hier noch einmal verlinken unterhalb der Videobeschreibung. Ich komme jetzt langsam zum Ende dieses Videos. Mario Draghi, der vermeintliche Retter der Eurozone, räumt also seinen Platz und macht ihn frei für Frau Lagarde. Auf jeden Fall wird Christine Lagarde jetzt für einen Kurswechsel sorgen und ihren Teil dazu beitragen, dass Deutschland als Zahlmeister in einem monströsen Umfang herhalten muss. Wer sein Vermögen jetzt nicht absichert und in reale Werte umschichtet, verliert in den nächsten 2 Jahrzehnten mindestens rund die Hälfte seiner Kaufkraft oder, wenn es ganz schlecht läuft, alles. Man hätte das jetzt wirklich als letztes, das Finanzsystem kollabieren lassen und neu aufbauen müssen, als die Zeit im Jahr 2008, 2009 reif war. Und wie auch ein Immunsystem, was eine Grippe überstehen muss, stattdessen droht unserem System jetzt keine Grippe mehr, sondern eben ein kompletter Zusammenbruch, also eine ganz schwere Lungenentzündung. In diesem Sinne hoffe ich, dass dieses Video einigermaßen verständlich war. Wie denkst du über das, was Herr Draghi und die EZB in den letzten Jahren veranstaltet hat? Wie bereitest du dich vor? Bitte lass es mich wissen. Dieser Kanal soll keine Einbahnstraße sein. Ich freue mich auf euer Feedback und natürlich auch über eure Themenvorschläge. Für all diejenigen, die jetzt in Realwerte umschichten wollen, bieten wir umfangreiche Hilfe an und das sogar kostenfrei. Du findest die Links unterhalb dieses Videos. Ja, das war es dann für heute. Gib diesem Video bitte einen Daumen nach oben, das freut mich immer wieder. Solltest du diesen Kanal noch nicht abonniert haben, dann tu das bitte jetzt und zwar mit der Glocke, damit du definitiv kein Video mehr verpasst. Ich danke dir ganz herzlich für deine Aufmerksamkeit. Herzliche Grüße aus Eichenzell. Bleibe sicher mit deinem Geld. Dein Daniel Sauer.